Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Es gibt dort oben ein Königreich und passiert immer etwas Neues. Ist immer was los. Heute gibt es Unruhe, Spannung zwischen dem König und die Königin. Es fehlt gerade die Leichtigkeit, es fehlt die Harmonie. Die Königin ist etwas genervt. Aber sie kann heute mit einer Überraschung rechnen und diese Neuigkeiten wird sie erfreuen. Das Loslassen, das war ein großes Thema bei der Königin, aber das ist besser geworden. Sie kann einiges abschließen. Der hübsche Prinz hat gerade viel Kraft und wirkt sehr überzeugend. Und die schöne Prinzessin ist glücklich. Sie können endlich über Liebe und über die Zukunft sprechen. Das sind schon mal gute Nachrichten. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Heute ist Halbmond und das bedeutet Spannung zwischen Sonne und Mond. Und diese Spannung spürt der König und die Königin. Es fehlt die Luftelement. Es fehlt die Leichtigkeit und Harmonie. Mars bildet sich ein Trigon zum Jupiter. Das ist ein Vorteil für die männlichen Energie und Kraft. Der hübsche Prinz kann überzeugend wirken. Venus und Merkur bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Das heißt, sie treffen sich im Tierkreiszeichen Krebs. Jetzt ist möglich, über Gefühle sprechen, über Liebe, über die Zukunft sprechen. Die Königin kann einiges loslassen und es bedeutet, ein rückläufiger Saturn entfernt sich von absteigenden Mondknoten. Mond bildet sich eine Konjunktion mit Uranus im Tierkreiszeichen wieder. Nach indischer Berechnung. Und das heißt, die Königin kann mit einer Überraschung rechnen. Und die Wiederenergie zeigt die Neuigkeiten. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.